Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem völlig neuen Spiel, zu einem völlig neuen Spielgenre auf meinem Kanal. Und zwar ist es heute der Farm Mechanics Simulator 2015. Ja, vom Farm Mechanics Simulator 2015 werde ich jetzt ein kleines Let's Play starten. Klein im Sinne von, es wird nicht wie viele andere Spiele unendlich sein. Es wird also in gewisser Weise limitiert sein. Ich habe den Car Mechanics Simulator noch 2014 noch nicht gespielt. Entsprechend bin ich jetzt komplett new to the game. Und, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Profil erstellen. Das nennen wir doch einfach mal Senator LP. Senator LP müsste richtig sein. Wenn nicht, wäre es ziemlich fail. Eine schöne Kaderwelle als Ladescreen. Wirklich sehr einfallsreich. Also jetzt wirklich kein Sarkasmus, sondern ernst gemeint. Einführung. Willkommen zur Traktorwerkstatt Simulator 2015. In diesem Spiel wirst du Reparaturen laut Auftrag der Kunden deiner Werkstatt durchführen. Die Aufträge werden als Notizen angezeigt, die mit einer Problembeschreibung, dem Budget und den für eine Reparatur durchzuführenden Handlungen versehen sind. Der erste Auftrag wird nach dem Schließen dieses Fensters beginnen. Space, weiter. Ja, sehr gut. Und da haben wir schon einen grünen Trecker. Steuereinheiten, Glückwunsch. Dein erster Kunde ist in deine Werkstatt gekommen und hat dir einen ersten Auftrag erteilt, um ihn zu erfüllen. Lerne, wie man mit dem Mechaniker steuert. Der Mechaniker wird mit der Maus und den WASD-Tasten gesteuert. Um in den Pop-Up-Menü zu gelangen, drücke die Leertaste und im unteren Teil des Bildschirms werden immer Hinweise zur Steuerung des Charakters angezeigt. Weiter. So, repariere das linke Vorderrad, indem du die Ausfuchtmaschine benutzt. Repariere das rechte Vorderrad, indem du die Ausfuchtmaschine benutzt. Führe eine Probefahrt auf der Teststrecke durch. Budget 310 Euro. Stärke 31 PS, Gewicht 1880 Kilogramm. So. Oh, ist relativ hoch die Maus-Sensitivität. Ich kann es aber nicht viel weiter runterstellen. So. Zusammenbau / Zerlegemodus. Um ein Element auseinanderzubauen, stelle sicher, dass das Spiel sich im Zerlegemodus befindet. Um ein Element zu positionieren, wechsle in den Zusammenbaumodus. Der derzeit aktive Modus wird durch das Icon in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Weiter. So. Kann ich jetzt. Also wie gesagt, ich bin komplett new to the game. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sind aber jetzt allerdings im Zerlegemodus entsprechend. Zusammenbau. Zustandsüberprüfung. Benutze das Werkzeug Zustandsüberprüfung, um technischen Zustand eines Elementes zu inspizieren. Wähle das Werkzeug aus, den Pop-Up-Menü aus und wähle das Teil, das inspiziert werden muss, aus, indem du es anklickst. Warte eine Weile, um die Ergebnisse des Tests mit einem Icon des Elements erscheinen. Ah, muss ich gedrückt halten. Die muss ich dann wahrscheinlich auswuchten, die Reifen, weil das sieht nicht so toll aus. Nicht so pralle. Das sieht dann schon eher besser aus. Verdammt, was muss ich jetzt machen? Ah, da kann ich. Ah, ja. Ich muss erstmal hier einmal hier so. Whoop. Das funktioniert entsprechend auch. Und wie nehme ich jetzt den Reifen ab? ETF, okay. Einfach jetzt gedrückt halten, nehme ich an. Ja, das funktioniert. Okay. Reifen ab. Und jetzt können wir im Spind gucken, wenn wir ESC drücken. Spind ist auf E, oder? Ja. 18%. 19 Dollar. Oh, ganze 19 Dollar. Krasser Wert. Okay, kann ich hoch und runter lassen. Das ist aber jetzt allerdings nicht unsere Aufgabe. Achso, ich muss einfach nur anklicken. Ja. Dann. Oh, die Musik ist extrem cool. Weil ich das auf jeden Fall schon mal fürs nächste Mal. So, einen Moment mal. Ausfuchtmaschine. Ist ja eine extra Maschine dafür oder wahrscheinlich die Werkbank einfach, oder? Oder das hier. Das dürfte es wahrscheinlich sein, oder? Ausfuchtmaschine. Um die Radwechselfunktion zu nutzen, wähle ein passendes Rad aus dem Spind aus und bestätige die Reparatur. So kannst du den beschädigten Reifen oder Radkranz reparieren. Okay. Ja. Dann wollen wir mal reparieren. Ja, den zweiten auch noch. Verständlicherweise natürlich. Weil ein guter Reifen, ein schlechter Reifen, das kann nichts werden. Das wisst ihr aber wahrscheinlich selber alles.
Base verlassen und ESC. Okay, dann kann ich beides drücken. Pop-up-Menü. Willkommen im Pop-up-Menü. Hier können die wichtigsten Funktionen in Bezug auf die Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen gefunden werden. Mach dich mit den verschiedenen Elementen des Menüs vertraut, um herauszufinden, wie sie funktionieren. Ja, das ist im Endeffekt also nur das, was ich unten rein theoretisch auch machen kann. So. Ich denke, es ist vollkommen Wurst, wo ich das Rad drauf packe. Würde ich zumindest einfach mal annehmen. Genau weiß ich es verständlicherweise nicht. Aber es scheint zumindest so. Vielleicht war es auch einfach nur Glück, dass ich jetzt gerade das richtige Rad ausgewählt habe. Aber das wird sich dann zeigen. Also auf jeden Fall bis jetzt war es schon mal. Also Space geht nicht immer. Ist mir gerade so aufgefallen. Und das Spiel macht mir jetzt schon extrem viel Laune. Wie oft das kommen wird, weiß ich noch nicht. Im Moment würde ich sagen, jeden Tag ein bis zwei Folgen. Kommt drauf an. Und jetzt kann ich... ESC, ja. Probefahrt. Wenn dein Fahrzeug eine Probefahrt benötigt, gehe im richtigen Moment auf das Garagentor zu und wähle Probefahrt aus. Indem du auf das entsprechende Handlungs-Icon klickst. Weiter. Also hier. Ja, natürlich wollen wir eine Probefahrt machen. Wieso auch nicht? Schaden kann es ja nicht. Auch hier wieder schöne Ladescreen. Mit einer Art technischen Zeichnung von der Kardam. Oh, das ist laut. Willkommen auf der Teststrecke. Für die Testaufgaben, die in der linken oberen Ecke des Bildschirms dargestellt sind, bewege dich zu dem farbigen Ring auf dem Boden, indem du die Maschine mit den WASD-Tasten steuerst. Das werde ich auf jeden Fall hier nachvertonen müssen, dass ich das ein bisschen leiser stelle beim Rendern. Weil das ist sehr, sehr laut. Wahrscheinlich hört ihr das auch gerade. So, hier kommt gleich der Bremstest. Und wupp, einmal halten. Oh, rollen wir fast zurück. Okay. Ziemlich lange Testfahrt, fällt mir gerade so auf. Das ist wahrscheinlich jetzt hier, so würde ich zumindest sagen, der Fahrgestelltest. Das ist jetzt, was gleich kommt. Oh mein Gott. Da wird man ziemlich durchgeschüttelt. Und durchgerüttelt. Mann, Mann, Mann. Das ist eine ewig lange Testfahrt. Also Steuerung ist auf jeden Fall witzig. Oh, ist noch gar nicht anhalten angesagt. Okay. Fahren wir wahrscheinlich einmal so einen Rundkurs oder sowas. Würde ich einfach mal ganz stark behaupten. Ja, es dürfte so eine Art Rundkurs sein. Denn das scheint ja wieder unsere Werkstatt zu sein. Ja. Wäre auch schlecht, wenn wir noch eine Runde fahren würden. Würde wenig Sinn machen, würde ich einfach mal ganz stark behaupten. So, da sind wir wieder. Repariert. Sehr gut. Haben den ersten Auftrag schon fertig. So muss das laufen, Leute, so muss das. Oh, das ist schon mal etwas dickeres Modell. Führe eine Probefahrt auf der Teststrecke durch, bevor du mit der Reparatur beginnst. Repariere alle beschädigten Schwenklager der Lenkung. 31 PS, selbes Gewicht, Budget 600 Euro. 610, mein Gott. Seid doch alles Haarspalter. Ja, ich will eine Probefahrt machen. Ich hätte mir die Steuerung deutlich komplizierter vorgestellt, als sie letztendlich ist. Sie ist wirklich... gut. Also, wirklich, mehr als nur akzeptabel. Einziges Manko bis jetzt ist halt, dass es hier ein bisschen laut ist, aber mein Gott. Bis jetzt ist es wirklich ein spaßiges Spiel. Ja, zieht voll nach. Ja. Ich wollte gerade sagen, er zieht nach links. Meistens, dass er nach links gezogen hat.
Ja, müsste links gewesen sein. Ich habe jetzt irgendwie so unterbewusst nur drauf geachtet. So, Lenkung funktioniert nicht richtig, dementsprechend müssen wir die jetzt reparieren. Warum war das klar? Schwenklager. Okay. Sprich, diese Dinger hier. Würde ich einfach mal ganz stark behaupten. Ah, wir können auch die Motorhaube aufmachen. Ja, geil. Dann wollen wir doch mal alles auseinanderschrauben. Kaputt machen ist immer gut. Nur muss es auch später wieder zusammenkriegen. Momentchen mal, das dürfte hier. Ich muss wahrscheinlich alles abnehmen, nehme ich zumindest an. Ah, ich kann. Ah! Das ist natürlich sehr gut. Entschuldigt bitte. Moment hier mal. Getriebestangen, dann sind das hier wahrscheinlich die Schwenklager. WTF? Was sind denn dann die Schwenklager? Vorderradnabe. Vorderradlager. Nabenklemme. Oh mein Gott, da muss ich ja alles auseinandernehmen. WTF. Kann ich das reparieren? Ich glaube nicht. Teilreparatur. Um diese Teilreparaturfunktion zu benutzen, wähle ein passendes Teil aus dem Spind aus und bestätige die Reparatur. Wisst ihr doch, dass nicht alle Teile selbst reparieren kannst. Ja. Moment mal, Schwenklager. Boah, für 200. Weil dann brauche ich jetzt erstmal wieder zusammen. Bam. Aber man kann drücken, gedrückt halten und sag mal schnell. Gedrückt halten und einzeln drücken. Weil ich klicke jetzt einfach schnell hintereinander. Geht gefühlt irgendwie schneller. Wahrscheinlich nur Einbildung. So, erstes Rad fertig. Machen wir das zweite. Na, es ist wahrscheinlich wirklich nur Einbildung. Glaub nicht, dass es schneller ist. So, alles ab. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das habe ich doch gerade nicht abgebaut, oder? Auf der anderen Seite ist das nicht okay, deswegen. Macht Logik. Macht Logik, ja, genau, macht Logik. Nee, macht Sinn. So, ab damit. Das auch einmal ab. Und dann das Schwenklager raus. Dann einmal bitte reparieren. Boah, ey, für 228. Wann ist es, glaube ich? Gar nicht teuer. Ich muss einmal. Nein. So, Moment mal. Zusammenbaumodus. Schraube rein. Schwenkarm drauf. Die Stangengeschichte da rein. Dann gleich noch was, das der Querlenker oder was das da ist, noch da rein. Nee, Getriebe. Warte mal. Getriebestange, okay. Was nochmal der Querlenker? Habe ich gerade irgendwie nicht ganz im Kopf. So. Vorderradlager auch nochmal dran. Alles wieder sachgemäß hier zusammenbauen. Und das Rad drauf. Und dann schön alles wieder rein. Nein, verdammt, das war schlecht. Sollte eigentlich so sein. Das wird nicht das letzte Mal sein, Leute. In diesem Projekt. Glaubt mir. Sprecht da schon aus Erfahrung. Das sieht ja gut aus.
Würde ich einfach mal ganz stark behaupten. M. Repariert. Sehr gut. Mal schauen, was jetzt für ein Traktor kommt. Man wird es sehen, Leute. Man wird es sehen. Oh, ein roter. Wechsel den Ölfilter. Wechsel den Benzinfilter. Führe eine Probefahrt auf der Teststrecke durch. 31 PS, Servicegewicht wie vorher auch. Ja. Das war's an dieser Stelle für diesen Part. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es denn dann wieder heißt, Let's Play Farm Mechanics Simulator 2015. Bis dahin, ciao, tschüss.